Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Horizon Forbidden West. Und wir sind hier noch im Schluchtrand und wollen uns nochmal die Quests hier anschauen. Und zwar haben wir hier noch ein paar Fragezeichen, ein paar Quests oder eine Quest zumindest mal. So, und die checken wir mal ab, was es genau ist. Wie kommen wir da jetzt hin? Wir kommen dahin, wenn wir hier hingehen. Und dann nach oben. Okay. Kommen wir da jetzt hoch? Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Ich will da nach oben. Bitte, lass mich hoch. Ah ja, hier, okay. Guten Tag. Hallo, Nako. Meine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst du schon mal draußen im Tal der Gefallenen? Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Und in dem Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Akzeptiert ein Nein nicht. Hat zwei andere überredet, mit ihm zu gehen. Sie werden seit Tagen vermisst. Marschallin Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Merkwürdige Lichter, tödliche Maschinen und vermisste Soldaten. Klingt nach viel, selbst für eine Marschallin. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Südlich von hier, Richtung Küste. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des Tals. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Okay, das Tal der Gefallenen. Es hört sich so Dschungelcamp-mäßig an. Oh, Stufe 28. Wir haben 27. Boah. Theoretisch könnten wir das machen. Also, wir gucken mal. Wie weit müssen wir gehen? Hier ist Unterschlupf. Genau. Wir schauen uns das einfach mal an. Sein. Ich sollte mir das angucken, wenn ich dort bin. Genau. Wir sind gleich dort. Gleich ist gut. 290 Meter. So, erstmal zum Unterschlupf. Wir müssen hier ein bisschen upgraden. Ich hoffe, wir können das gleich machen. Unterschlupf ist da oben, okay. Hier kann ich durchatmen. Nein. Hier lang. Hier entlang, bitte. Liebe Aloy. Okay. So, hier haben wir eine Werkbank. Die interessiert mich gerade nicht so viel. Aber das interessiert mich hier. So, die nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. So. Okay, okay, okay. So, einmal speichern. Ah, hier haben wir Hocker. Am besten zu Tageszeit dahin gehen. Ich mache das ungern in der Nacht. Irgendwie. Ja. Gefällt mir, dass immer morgens durch den Tag dahin laufen. So, aufstehen, Aloy. So, dann gucken wir mal. Ah, also wir müssen dahin. Hier ist auf jeden Fall ein Rebellenplatz. Den lassen wir erstmal links liegen.
Also ich muss sagen, die Entwickler haben die Grafik im Performance-Modus jetzt deutlich verbessert. Jetzt kam auch gerade ein neuer Patch raus. Das Ganze schimmert nicht mehr so mega doll. Oh, hier haben wir auch noch Unterschlupf. Okay, den nehmen wir mal nochmal mit. Oh mein Gott, da oben, auf der Brücke. Okay. Ich frage mich gerade nur, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Wo sind denn hier Rebellen, bitte? Okay. So, ja, speichern wir einmal. Oh, ich höre schon Maschinen. So, hier haben wir noch Feuer. Okay, das heißt, wenn ich diese Brücke, der Brücke folge. Oh, was ist denn das da hinten? Müsste man theoretisch da hinkommen. Es muss der Eingang zum Tal der Gefallenen sein. Marschallin Elvira müsste hier irgendwo sein. Ich kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Gut, dass ich Schockmunition nicht habe. Dornrücken. Sind die schon entsperrt? Ja, die sind entsperrt, tatsächlich. Gut, das heißt, ich könnte die Dornrücken ja mal überbrücken. Ich überlege gerade nur, wie ich da am besten. Oh, jetzt geht er weg. Ich drehe durch. Ehrlich, was soll das denn jetzt? Ich kann jetzt Dornrücken überbrücken und reiten. Ich müsste eigentlich den da hinten überbrücken. Okay, der geht irgendwo dahin. Das ist gut. Oh. Tatsächlich ein bisschen schwierig. Jetzt dreht er sich so um noch. Oh mein Gott. Nein, er kommt in meine Richtung. Shit, 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 shit. Nur nichts Verdächtiges machen. Ja, genau, genau, geh mal dahin. Ich
Sehr gut. Shit, jetzt haben die mich entdeckt. Okay, das war gerade nicht cool. Dann gehen wir hier jetzt weiter. Egal, 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 egal. So. Das ist Marschallin Ivira. Mit einer der vermissten Tenakt. Wir müssen zurück. Marschallin Ivira? Ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenala zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht. Wir hätten nicht reingehen sollen. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht? Ivira, du warst eine der Herausforderinnen bei der Kohlrut. Du hast die Balliste auf den Schlängelzahn gefeuert. Und du, die Streiterin, hast ihn besiegt. Hast den Häuptling gerettet. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Du hast ganz schön Eindruck hinterlassen. Von dem Blutbad abgesehen, war das der beste Tag meines Lebens. Ich wurde zur Marschallin und war Zeugin der Vision der Einheit. Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am dritten Tag wurden wir von Ivecca getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Ivira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Viele Maschinen in einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schlucht ran. Folge den 10, Aloy. Okay, das klingt schon mal sehr cool. Oh mein Gott, wo müssen wir denn da jetzt hin, bitte? So, Tal der Gefallenen. Kommen wir da nicht hier nach oben? Ah ja. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Klingt nach einer Art Köder. Wahrscheinlich schon wieder irgend so ein Signal. Würde ich mal schätzen. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert.
Oder ist das Teil der Prüfung? Ja, okay. Das dämpft den Fall. Oh mein Gott, okay. Das ist geil. Ich sollte dem Pfad folgen. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Ja? Ja, okay. Was haben wir denn hier Schickes? Bisschen Vorrat mitnehmen. Oh, ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Oh, geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Ivira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Okay, ich glaube, das sind wir hier. Hier ist das Metallmonster. So, wir müssen jetzt dahin. Richtung 1. Maschine und keine gute. Ein toter Tenakt. Das muss Dex sein. Narcos Bruder. Cool, hier können wir speichern. Oh mein Gott, was ist das denn da? Muss die Zenith-Basis sein. Ah. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Ivira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Krass. Okay, wenn ich dahin gucke, wo ist denn das eigentlich? Also dahin gucken bedeutet, ich schaue hier in diese Richtung. Okay. Das ist wahrscheinlich diese Basis hier. Oh mein Gott, es geht ja noch hier weiter. Lala, okay. Gut, dann wollen wir diese Richtung. So, noch sehe ich ja keine Maschinen. Okay, ich sehe Maschinen, okay. Alles klar. Okay. Die Maschine ist schwach gegen Frost.
Na, komme ich hier auch? Oder? Oh, jetzt hat er mich gesehen. Oh mein Gott, hallo. Tschüss. Sprengermunition. Yes, das saß. Ich möchte einmal auf diesen Felsen hier drauf. Bitte. Oder dann nach hinten. Wenn das gehen würde. Das müsste mal schauen, ob das geht. Interessiert mich jetzt mal. Hier entlang gehen. Schön nach oben und dann kann man die schön von oben wegbomben. So, noch ein bisschen Ressourcen. Oh, schau mal her. So mega schlecht ist die Idee ja nicht, glaube ich. Ups. Oh ja, das saß jetzt. Das saß jetzt auf jeden Fall. Boah, der hat mich hier getroffen. Ach du. Achtung, Flamme. Wie kann er mich dann hier treffen? So, wo ist der andere Kollege? Wo ist die andere Maschine? Okay, ich glaube, da komme ich nicht so eben mal drauf. Ich sehe ihn nicht. Da müssen wir wohl noch ein bisschen höher klettern. Gott, hier ist ja voll Ressourcen-Terrain. Okay.
komme ja dann nach ganz oben. Müsste eigentlich hier gehen. Ganz ruhig atmen. Hä, hier ist ein Weg? Okay. Jetzt müsste theoretisch bei dem Wasserfall sein. Okay, ich bin offensichtlich zu hoch gerade. Hier wäre perfekt. Oh mein Gott. Von oben ballert mir die Maschine einfach mal komplett runter. Yes! Bam! Hoho. Okay. Maschine haut ab. Die denkt sich, wo kommt das denn jetzt her? Okay, da war schon gut Schaden jetzt gerade gekriegt. Okay, von da aus komme ich nicht weiter. Na komm. Näher. Er muss näher kommen jetzt. Ich finde, von oben machen wir ja halt noch mehr Schaden. So, jetzt komm. Ja, noch. Oh Gott, jetzt läuft er wieder in die falsche Richtung. Nee, so kriege ich ihn nicht. Der ist einfach zu weit. So, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier... So, jetzt gleich das Fragezeichen weg. Und dann muss er eigentlich näher kommen. Ich hoffe es. Genau. Jetzt ist er nicht mehr im Suchmodus. Ich könnte Schockmunition benutzen.
Wow, das war jetzt richtig guter Treffer. Bam! Noch ein Schuss und dann ist er weg. Yes! So, zersprengt. So. Das Gebiet ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Ja, den Köder habe ich schon gesehen. Craften. Ja, auch mal. Oh, ich kann nicht mehr craften. Ach so, 2 von 2, ja, okay. Sehr gut. So, dann haben wir hier noch Material. Das wird mir erstmal. Das komische Schweinchen können wir hier auch nochmal mitnehmen. Wo ist denn der? Ach, der haut jetzt ab. Okay. So, ich frage mich gerade, wo ist der? So, komm. Geh mal hoch. Das ist, glaube ich, so eine Verwüsterkanone. Minenwerfer. Meine! Okay, das ist cool. So, wir suchen jetzt mal nach dem Köder. Der Köder ist definitiv die Antenne da hinten. Ein Maschinenköder, dachte ich mir doch. Aber das sieht entwickelter aus. Nach Silo-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Die Tafeln hier sehen nach Protokoll aus. So, okay. Von etwas namens den Julius. Ein Silo-KI? Steht mit keinem Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht der. Genau, so, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.